Moin. Und zum Schluss den Markus. Ja, jetzt bin ich immer das letzte Servus, Leute. So, ja, wir waren stehen geblieben. Ich wollte hier etwas... Ach, scheiße. Ich wollte hier etwas Stroh verkaufen. Ich wollte mal gucken, wie viel es gibt dafür. Also ich habe jetzt noch 26 Tonnen. Ich warte auf den Abtrag. Ich tippe auf 700. Oh, das ist ja lausig. Geht ja gar nicht. Ey, das ist auch Geld. Ja, Na, es sind mehr als 700 jetzt schon. Ja. Ach, was ich vielleicht mal für meine Zuschauer erzählen könnte, die haben jetzt zwei, drei Parts nicht, habe ich ja nicht mit aufgenommen. Wir haben Weizenangebot, wir haben 200 Tonnen Weizen im Guten, du solltest Silo. Jetzt zum Doc noch. Ja, ich abtanken. Bin unterwegs zum Doc. Ah, okay. Aber der kann ja nur 40 hier. Ja, wir haben Weizenangebot, 191 Tonnen Weizen noch drin, erzähl weiter. Ja, den ganzen Schrott verkaufen wir jetzt erstmal. Und genau. Dann werden wir wahrscheinlich Feld 14 kaufen, weil das hat auch ein schönes Angebot. Und dann kommen wir an 10 Hektar zum Preis von 150.000, 160.000. Richtig. Das ist zum halben Preis momentan im Angebot. Und ja, das ist auf jeden Fall super Preis, ist das. Ja. Das ist auf jeden Fall lecker. Und das müssen wir auf alle Fälle zuschlagen. Da geht gar kein Weg drum rum. So, und ich mache jetzt hier mal noch eine Runde Stroh. Ich bin hier schon wieder den dritten Part jetzt mit den Sammelwagen unterwegs. Möchtest du dann dreschen vielleicht? Dann mache ich den mit dem Sammelwagen weiter. Dann hast du ein bisschen Abwechslung bei dir. Ja, möchtest du oder möchtest du? Das ist keine Wahl. Los, komm. Los, raus aus der Kiste da und dann... Wie viel ist es denn noch? Nicht mehr viel. Also das ist ein halbes Feld vielleicht. Nee, okay. Noch nicht. Na gut. Hast okay. Mich überredet. Ja, übergeredet, ne? So, komm, hier, kannst reinhüpfen. Feld 16, ne? Mhm. Okay. Boah, dieses ja, Abtanken vom Dominator. Du musst wenigstens nochmal hupen. Kann doch gar nicht hupen. Warum geht denn der jetzt nicht, dieser blöde Sammelwagen hier? Du musst den anschalten. Ja, hab ich doch. Auf der Taste B. Ja, das habe ich doch. Aber der wollte ausgewählt? Nicht. Ja, genau, das war das Problem. Guck mal, der okay. Alte LS-Doktor hier. Ja. Ja, okay. Oh, und okay. Kein Vorgewende. Nein, natürlich nicht. Oh, dafür sind Mann, die Felder nicht geeignet. Aua, ja auch, für das sind die Felder geeignet. Natürlich sind die dafür geeignet. Überflüssiger Scheißdreck da mit dem Vorgewende. Brauchen wir doch nicht. Wir haben doch keinen Verkehr hier, in den wir reingeraten können. Es geht nicht um den Verkehr. Na. Perle, Mensch. Aber eigentlich geht's immer um den Verkehr, oder? Ja, eben. Let's talk about sex, baby. Das klang so erotisch. Wunderschön hast du das gesagt. Sex und LS, oder wie? Oder wie heißt das bei... Ja, Sex und... Ja, ja, genau. Ja. Ja, das könnte ich jetzt hier bei meinem Schlepper auch mal so nebenbei... Ja. Gucken wir mal, haben wir hier noch Platz so für eine lustige Ische? Ja, passt. So, und jetzt muss ich hier auf die Straße fahren, weil Doc kein Vorgewende gemacht hat. Oh Mann. Ja, so ist das gewollt. Begib dich in Lebensgefahr, fahr über die Straße. Du, ich stelle uns mal den Weidemann aus Feld 14 hin, dass wir regelmäßig reinspringen können. Ja. So, 17.000, 18.000 haben wir knapp jetzt. Und guten... Ich verkaufe. Verkauft. Ja. Und ich würde sagen, du fährst mal ein bisschen schneller. Ja, der fährt nur 40 und das Problem ist auch, ich glaube, wir sollten den Drescher vernachlässigen, um überhaupt noch alles in 25 ja, Minuten genau. zu verkaufen. Ja, dann genau. tut's mal Traktor tauschen. Ja, genau, Case, du könntest auch den Puma nehmen hier. Wo steht der genau. Case? Der ist Hof. am Hof. Ich bringe den direkt zum Hof und dann tauschen wir schnell. Okay. Also ich stehe am Silo gerade. Okay. 151.800 ist das derzeitige Angebot. Okay, dann komme ich da hingesaust. Ich bin voll. Ja, dann das läuft nicht so viel, Mensch. Ich bin dicht. Du. Wir könnten einen günstigen Emsland-Hänger dabei kaufen. Ich fahr ab. Nein. Nee, das nachher geht sich da nicht aus. Okay. Doch, kann sich 5.000. Ich bin dann 2.000. Aber Hauptsache, wir haben ein Emsland, also, ne? Ja, eben. Ja, vor allen Dingen würde ich, wenn, gleich ein Drehschirm oder so, oder zumindest mal so 20 Tonnen in die Richtung.
Ja, aber wir haben ja das Geld nicht. Das wäre ja nur für jetzt. Ja, aber der Drehschemel, der ist, das ist ein Witz. Nix da. Kein Drehschemel. Veto. Ich könnte natürlich mit der Weidemann-Schaufel herkommen und dich abtanken. Vielleicht geht das auch. Was machst du da? Ja, was mache ich denn jetzt überhaupt, Markus? Ja, wir stehen da jetzt gerade beide herum. Du, ich hab einen Schlüter. Ihr könnt im Kreis fahren. Figuren in seinem. Ich habe einen Dominator, der hat sicher mehr BS. Ach, scheiße, Mensch, was machen wir jetzt? Wieso haben wir nur einen Anhänger? Können wir nicht mal die... Oh, wer hat eigentlich den Multifruit-Anhänger unter die Mischstation gestellt? Ich muss jetzt Anweisung einfach nochmal betonen, dass das nicht in Ordnung ist. Oh, das ja, ist völlig in Ordnung. Anweisung hin. Nein, ist es nicht, weil wir blockieren hier gerade einen Anhänger. Wir hätten jetzt mit zwei Anhängern Stereo wegfahren können. So, ich schütte ihn jetzt ins Gulli. Geht ja leider nicht, kannst ja nicht auskippen, das ist ja das Problem. Geht denn der Scheiß? Probier da das mal Info zu verkaufen. Ist doch auch ein bisschen... Was machst du jetzt, Tino? Nix. Okay. Ist in Ordnung. Ich schau mal, ob der Zug kommt oder ob er mich überfährt. Ich schau mal, ob man da hineingehen kann in die Donau. So. Zack. Wie viel gehen eigentlich in den Multifruit-Anhänger? 35.000. Hätten wir jetzt mehr pro Fahrt wegbringen können. Das wären drei Fahrten gewesen und nicht 30. Ja. Ja. Ist ganz toll, ganz toll. Na, das sind 6 Fahrten gewesen. So, und wer hat das jetzt eigentlich gehört? Du hast es angeordnet. Ich hab's angeordnet. Ja, ich hab's angeordnet. Ich bin schuld. Ja, ja. Ich bin schuld. Komm, der Doc ist immer schuld. Aber jetzt hier erstmal schön zum Imbiss. Hast du erst einen Anhänger weggebracht? Erst einen, ja. Der ist ein ewig weiter Gott. Weg. Ne? Das ist eigentlich einmal quer drüber. Also, meine lieben Abonnenten und Zuschauer, ich lasse diese Aufnahme in 5-facher Geschwindigkeit laufen. Mach über 10-fach. Ich schaue jetzt einmal, ob man da auf das Silo hinauf kann. Klettern. Nein, die Leiter ist einfach mal auf einer Höhe. Oh ja, die Leiter ist sogar. Geht runter. Oh, man kann nicht hinauf. Der Textur ist scheiße. Ich habe mehr verkauft. Und Geld ausgegeben, irgendwer. Irgendwer hat Geld ausgegeben, oder? Guck mal, Händler. Jetzt sag ich, du hast einen Anhänger gekauft. Ach Quatsch, der hat einen Kredit zurückgezahlt. Guck mal kurz, wie viel haben wir denn noch? Ja, wir haben nur noch 80.000 Kredit. Ja Mensch, ist so wunzig. So, ich weiß, was ich mache. Ich komme mal mit dem Drescher zum Hof, tank dir das hinein, wenn du dort bist. Und dann fahre ich wieder zum Feld zurück. Das ist super effektiv, ja. Der kostet der Sprit wahrscheinlich mehr. Ah nein, das glaube ich nicht. Aber ich fahre jetzt auch nicht mehr Feldwege, sondern querfeldein. Nein. Das wäre schier. Jetzt muss wehtun. Also du hast nur 7 Minuten Zeit, weil dann ist der Bart zu Ende. Oh, ey. Du kannst den mit dem Schlüter nicht rückwärts zurückfahren, ja. Eh nicht. Den Klaas. Warum? Fahr einfach seitlich hin. Ja. Warum haben wir eigentlich den kleinen Anhänger? Ich weiß nicht, wer den Befehl dazu gegeben hat. So. Ja, geil. Also ich habe auf jeden Fall schon mal 5.000 rausgekriegt aus dem Großen. Was machst du jetzt mit den anderen 30.000? Probier's in die Biogasanlage zu leeren. Warte mal, vielleicht kann ich das in dem Silo hier sogar abkippen. Das wäre ja genial. Ja. Ach Mann, totale Mischration. Warum sind wir jetzt minus 4.000? Du hast zu schnell gedrückt, Guten. Du sollst abfahren und nicht mehr im Schiff. Ja, du sollst jetzt irgendwas rumdrücken. Genau, konzentrier dich bitte auf deine Arbeit da. Oder gib den Traktor her. Konzentrier dich aufs Fahren. Genau. Du sollst da nicht am Radio rumspielen, Mensch. Es wäre jetzt gut gewesen, wenn Minus Game Over wäre. So. Bam! Speicherstand gelöscht. Ups. So Minecraft-mäßig. Ja, dann ist Megaprojekt beendet. Boah. Das gibt eine nette Skype-Konfi. Nö, die gibt's da nicht mehr. Ist sie dann beendet? Jo. So, naja. Auf jeden Fall weg bei Game Over. Geht hier nichts mehr. Mann, das ist doch kacke. Was mache ich denn jetzt? Möchtest du wieder Stroh einsammeln? Hin und her. Nee, aber es... Kann man schon wieder Rasen mähen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja.
Ja, ein bisschen, ich habe was rausgehauen aus dem Profi-Hopper vorher. Boah, so sind nur jetzt nicht echt ehrlich noch 6 Anhänger und plus Drescher. Ja, klar. Hm. Ja, wie gesagt, du kannst, weißt, ihr könnt ja auch mal tauschen, dass mal wer anders abfährt. Genau. Gut, den mal genau. Leer und dann passt das. Dann dürft ihr mal leiden. Beim schönen Dinner hier. Ich finde sowieso, das nicht in Ordnung, dass irgendjemand den Anhänger da unter die Mischstation. Ich finde die allein wie dreist das wohl gewesen ist, dass jemand angemerkt hat, man sollte den doch bitte da drunter stellen. Also wie gesagt, 36.900 würden wir also jetzt. Also der Case ist jetzt frei. Abfahren. Ja, dann spring da rein, Tino, und dann fahr du erstmal ein paar Touren ab. Das kann ja ewig dauern. Der fährt 50. Voll aber hier, Tino nicht. Der traut Hirsch. Sich doch nicht, Vollgas zu geben. Boah, 50 ist ganz schön schnell. Aber irgendwer, soll man die eine Palette noch verkaufen? Aber das ist natürlich auch eine Hammersicht, wenn man hier oben runterfährt vom Imbiss. Er genießt die Aussicht. Auf unser Feld. Ich fahre übrigens 52. Ja. Wow. Mit etwas ich werde jetzt mal. Pass auf, dass du dich abhebst. Die Leute sollen mit der eine Palette, was wir voll haben. Ja, fahr doch weg. Fahr doch weg. Ja, klar, fahr weg. Und mach du das. Ich tu noch ein Dreschen wieder. So, Leute, soll man die Palette verkaufen? Ja, gut, guten, dann machst du das mal am besten. Ja. Ihr steht halt nicht auf Weidemänner. Ich mach eine Wette, da Markus hat auch heimlich den Anhänger unter die Mischstation gestellt. Das war der Markus. Ich muss Tümpft ja anmerken, wer Markus. Überhaupt die Idee hatte Beweise. Zur Mischstation. Was macht denn der Mähdrescher hier? Ah, die uns in die ganze ja, Scheiße abdanken. Hier reingeritten hat. Du schaust das nicht zu mir. Hört auf rumzuwinseln, Leute. Aber nicht, du musst 4 Tonnen noch reinbringen, das weißt du. Ja, okay. Ich pass auf. Das Schlimme ist, der braucht ja so ewig lang zum Abladen. Ja, das ist halt auch wieder sehr effektiv. Ach, na. Ach ja, wie wir doch jetzt schön 70 Tonnen mit einmal und so. Nein, mit zweimal. Mit zweimal. Nein, mit einmal. Wieso? Na, 2 Traktoren, 2 Anhänger, 70 Tonnen weg. Ja, doppelter so. Spritverbrauch. Oh mein Gott. Stimmt, wenn wir mit dem Case dafür das doppelte Mal fahren, also doppelt so oft fahren, dann... 1000 Liter ich noch drinnen. Das rentiert sich schon wieder nicht. Wegen dem Sprit. So, was nimmt's hier? 200. Leer. Mach's aber spannend, du. Ach, muss ich dann auch noch bergauf zum Imbiss, ne? Das ist ja scheiße. Das schafft er doch keine 52, oder? Ja, du musst mal ein bisschen klar. abnehmen. Bergauf ich kack einfach aus 53. dem Fenster während der Fahrt. Um Gewicht dann zu klebt reduzieren. Aber fest. Aus dem sind da gleich die Felder gedüngt. Punktuell. Eine Probe. Probedüngung. Genau dort können wir ja ein Maiskorn anpflanzen. Gucken, wie sich's entwickelt. Das wird dann aber kein Mais, das wird dann ein Mammutbaum. So, na gut. Ja, sag ich's nicht. Er fährt 52. Ne, 51, 50. Oh, jetzt wird's kriminell. Müssen wir aufpassen. Also bei 49 breche ich ab. Da schmeiß ich lieber den 39 ab. Ein. Oh, 50. Wie viele Tonnen haben wir jetzt noch im... 50? 120? Wow. 49. 48. Das war eine dumme Idee jetzt schon, weil wir das nicht alles mehr bei dem Angebot verkauft haben. Wir hätten doch noch einen Punkt erst anfangen sollen. Ja. In meiner Stunde lang Zeit gehabt. Wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten. 16 Minuten. Im Endeffekt, was? 16 Minuten, ja. Ist euer Ernst? Ja. Ja, deshalb sollte ich ja arbeiten und auch nicht du. Ey, pass mal auf. Und wir haben auch nur mal Konto, eine Minute bitte. Für diesen Part. Na, den Part machen wir, bis wir leer sind hier. Okay. Also, erstens haben wir noch 3 Stunden. Liebe große Leute, Nachfrage. Ich muss ja. die Qualität bei diesem Bad runterschrauben. Ja, aber um voll geht der Preis runter. Ja, genau. Oh. Aber nicht um so viel. Na. Ja, aber schon deutlich. Vor allen Dingen, weil wir haben ja fast das Zweifache. Das geht also fast das Doppelte runter von dem, was es normalerweise runtergehen würde. Oh. Also, wir machen jetzt den Stundenbad, was du machen wolltest für den Sonntag, oder? Nee, das wird nix. Was? Gib Gas da, rede nicht so viel, arbeite. Ey, ich fahr hier wirklich auf mindestens 40 Liter Dieselverbrauch.
Ich komme hier schon wieder den Berg, ich habe schon ausgekuppelt, weil ja runterwärts schneller Rolken fährt. Also, gell? Bitte mal hier. Ich bin schon wieder fast am Hof und ich habe gerade erst das Konto voll gemacht. Es ist schon wieder leer. Ja, dank guten, ne? Boah, dieser McManus ist aber auch den Anhänger da. Boah, das ärgert. Aber jetzt haben wir den Stundenbart, was deine Leute wollten. Ja, die wollten dreimal 10 Minuten. Und es ist der Sonntagspart, ne? Genau. Ja, passt. Perfekt, oder? Also ich muss sagen, mit euch ist es wirklich angenehm. Ja. Naja, bei mir ist es der Samstagspart, aber egal, das passt auch. Bei mir ist es, weiß ich noch nicht. Ich muss mir das jetzt noch überlegen. Du kannst ich aber gar nicht spoilern, Doc, weil wenn meine Leute das sehen, ist schon Sonntag. Haha. Weißt du, weil mein Upload so lange dauert, oder wie? Na nee, aber wenn das meine Leute sehen, dann ist dein Partner trotzdem schon ein Tag alt. Du, es gibt aber ein, zwei Zuschauer, die tatsächlich bei uns allen gucken. Die wirklich alle Videos von allen gucken. Das schreibt also doch mal bitte in die Kommentare. Da möchte ich mal wirklich Hut ab und Chapeau und so weiter. Also mehr haben auch schon welche geschrieben, dass sie alle abonniert haben, aber meine Zuschauer gucken definitiv nicht nur bei mir. Nicht guten seine Videos. Ja, das habe ich auch schon gehört. Der McManus, der hätte so eine unterirdische Qualität. Die würden lieber im Doc. Beim Doc wollten sie immer gucken. Jawohl, genau. Ich muss jetzt für den Sonntag Party die Qualität runterschrauben. Wisst ihr, mach doch. Oh, doch. Kannst du mal nur 1080p machen? Nee. Ist ja grottig. Dann schneide den einfach, lade trotzdem in kleineren Stücken dann hoch und direkt hintereinander weg. Genau, mach das. Schneiden in der Mitte. Ich probiere einfach, ich probiere einfach aus, ob ich einen 10 GB oder einen 20 GB Part hochladen kann. Ja, versuch's mal. Ich glaube, das geht nicht. Was? Ich habe einen 7,5 ist gegangen. Ah, ich glaube auch, dass das geht. Ich glaube auch, dass 20, geht. 25 gehen bestimmt mittlerweile. Vielleicht sogar unendlich. War ja am Anfang mal so, dass du nicht länger wie 15 Minuten Parts hochladen konntest, ne? Ja, aber das ist doch auch schon 3-4 Jahre anders. Naja, also wenn du den neuen Kanal machst. Also ich konnte mal eine Zeit lang, als ich ganz neu auf YouTube war, da gab es immer nur 10 Minuten Parts. 15 Minuten war dann wirklich die absoluten, die Also ich kenn's so, ich habe mich ja noch in dem alten Kanaldesign, vor einem Jahr habe ich ja noch meinen Part erstellt. Und da musstest du dich direkt registrieren und anmelden dafür, dass du längere Parts wie 15 Minuten hochladen kannst. Ja, das ist jetzt immer noch so. Ja, das weiß ich ja nicht. Nee, aber ich meine noch viel früher, da gab es halt eigentlich immer nur 10 Minuten Parts und 15 Minuten, das war dann schon eine super Revolution. War das, meine ich sogar? Ja. So, Jungs, ich habe schon wieder ausgekuppelt. Er fährt schon wieder bergab. Und roll schon wieder Richtung Hof. Und ich bin auch in Richtung Hof unterwegs. Mit dem Drescher. Ja. Ja. Ist das scheiße. Mach ja gleich mal ein bisschen Offroad. So. Nein, ich fahr schön auf der Straße. Ja, mach das doch. Ist mir doch egal. Ich versuche jetzt hier Zeiteffizienz. Wie der Weidemann hier einfach schon bei 10 Stunden runtergeritten hat. Ja, warum? Guten, warum? Also meine kleine... Du hast den Misshandelten vergewaltigt. Nee, den Doc. Ja, von hinten und so. Mit der Palettengabel. Mit dem langen Arm. Ja, mit dem langen Arm. Und da hat er mich dann dran verhungern lassen. Du hast quasi bei dem Docker die Brofist gemacht. Wie früher auf der Schaukel. Wie früher. Oder nee, wie heißt der Wippe, ne? Oh, Wippe, auf der Wippe, genau. Da kommt er gerade schnell. Du kommst weg. Hier nicht runter. Ja, jetzt muss ich warten, oder? Das dauert nicht voll. Nein, hättest gemacht, wäre das voll. Ganz gemacht. Ehrlich, das habe ich mit meiner Schwester habe ich das ab und zu mal gemacht. Das habe ich auch dauernd gemacht. Bis sie geheult hat. Was, so lange gewippt, bis sie geheult hat? Nee, ich habe sie einfach oben sitzen lassen, so. Weil ich bin ja 4 Jahre älter als sie, ne? Also folglich sowieso erstmal schon ein bisschen schwerer, aufgrund des Alters. Ja, dann bist du ja auch noch Vegetarier. Naja. Naja, auf alle Fälle hat sie dann da oben echt ganz schön leiden müssen. Wie ist das eigentlich? Kriegt man da Schwindelanfälle? Bricht ab und zu mal zusammen, wenn man kein Fleisch isst? Nö, absolut nicht. Also ich habe ja immer gesagt, wenn es Fleisch mal alle ist, dann esse ich Vegetarier. Habe ich auch immer gedacht. Das mache ich auch. Das ist nicht nur gedacht. Ich bin ja kein Vegetarier. Ich esse halt einfach nur kein Fleisch. Was ja dasselbe wäre. Ich wollte gerade wieder mit einem Weidemann trollen. Aber isst du jetzt auch nicht mal so ein, also selbst so Fleisch? Ich meine, Schweinefleisch ist ungesund, das steht fest, gell? Das ist ja nun mal Fakt. Aber so. Na klar, aber nein. So.
Dann sagen wir es eben so, es ist das ungesündeste Fleisch. Aber so es kommt drauf an, wie es aufgezogen wird. Hör mal auf zu labern, du hast noch 10 Minuten zu verkaufen. Ey, pass mal auf, ich bin hier schon wieder, ich hab schon eine Delle im Bodenblech. Gib Gas. Dass das Gas ein bisschen ja, mal da runter geht. Also, was wolltest du jetzt fragen? Ja, zum Beispiel so ein schönes Stück Pute. Das ist ja wirklich was Feines. Nee, gar also, nichts. Also, ich esse, ja, wenn ich denn mal Bock drauf habe, dann hole ich mir auch mal einen Pfund Mett oder sowas. Überhaupt kein Problem. Aber warte mal, ein Pfund sind 50 Gramm, oder? Nein, ein Pfund sind 500. Wie geil. 500. Er ist Vegetarier, holt sich, wenn er mal Bock hat. Ich bin kein Vegetarier. Ich habe nur meinen Fleischkonsum extrem eingeschränkt. Isst du das Mett roh? Ja, natürlich. Das muss doch groß sein, wenn man sagt, tot kochen oder sowas, nur lebendige Nahrung zählt. Machst du Butter drunter? Nee, eklig. Aber Zwiebeln drauf, oder? Aber du holst bestimmt so, du holst bestimmt Knoblauchmett. Nein, ganz, ganz normales Thüringer Mett. Das wird aus Thüringern gemacht. Genau, und ich hole immer, ich esse das auch extrem gerne. Und oh, hier läuft gerade die übelste Bitch. Oh. Du sollst da fahren und nicht den Bitches hinterher gucken. Die hat einfach wir schaffen das sowieso nicht mehr in der Zeit, ist euch das klar? Ja, das schaffen wir auch nicht mehr. Ich bin doch schon wieder am Auslernen. Ich bin jetzt schon wieder am Auslernen. Alter, du hast ja gar nichts geschafft, seitdem ich... Ja, das ist doch der Anhänger. Ja, doch drei oder vier Touren sind es jetzt. Ja, und der hat mich zweimal abgebunkert auch noch halt. Ja, also hallo? Guten, das musst du erstmal bringen. Ja, ich hätte doppelt so viel geschafft, aber mal eben... Mindestens hast mit du vergessen. Fingerschnippen. Ja. Du kannst den Weidemann nehmen und die Schaufel und abtragen und abfahren. Geht nicht, habe ich schon probiert. Ich glaub, das geht nicht. Du kannst es nicht laden. Nein, hab aber jetzt mal im Ernst, also so ein schönes... Meine Fresse hat die Hörner. Also jetzt ein Pfund Mett, das esse ich auch. Aber ich hole mir immer dieses fertig gewürzte mit Knoblauch. Das ist so geil. Wirklich jetzt? So, ja, mag sein, weg. Aber nein. Oh, das ist göttlich. Was denn? Doc, ja, ich habe meinen Fleischkonsum extrem gemindert. Wenn ich da mal Bock habe, hole ich mir ein Pfundbett. Ja, du, das Ding ist halt, dass ich halt seit ungefähr, seit gut 2 Monaten keinen Bock mehr auf Fleisch hatte. Nein, du hast keinen Bock auf krumme Finger. Das auch nicht. Das auch nicht. Aber ich kann mir das vorstellen, das ist also, bestimmt... Aber es ist bei mir halt wirklich nicht eine ideologische Frage oder sowas, sondern es ist einfach, mir geht es ohne Fleisch besser. Und dann es ist es vollkommen in Ordnung. Und ich möchte halt, wenn ich Fleisch esse, dann nehme ich lieber vernünftige Qualität. Dann gebe ich auch mal, für so ein Steak 5-6 Euro aus. Und habe dafür aber was richtig ordentliches. Das ist auch nicht vernünftige Qualität. Das ist aber nicht vernünftig. Also das letzte Steak, was ich gegessen habe, hat 32 gekostet. Das letzte kommt drauf an, welche Größe. Welche Größe. Ja, so, muss ganz ehrlich sagen. Zahnstocher holt sich der Doktor. Muss ganz ehrlich sagen, war im Steakhouse. Nein, wenn ich das selber beim Schlachter hole, im Steakhouse esse ich sowieso nicht. Also wir haben, ja. Steak, was ich gekauft habe, pro Wort 80 Euro kostet. Nein. Ein halbes Kilo. Ja, das geht aber. Das schmeckt dann auch. Was war denn das? Schlangensteak oder? Nein, Kobe-Rind. Kobe, ja, das ist das Richtige. Also, das kann aber nicht das, halt, es war. Ist das denn von argentinischen, also auch gestreichelt und nein, so? Oder? Kobe darf sich da eigentlich japanische Dingsbums irgendwas Rinder bezeichnet werden. Ja, aber hast du das gestreichelte, also wurde das Tier gestreichelt oder wurde das nicht gestreichelt? Ja, unten so was schön auf den Eiern. Eier kraulen, das schmeckt's am besten. Da entspannt sich so richtig, bevor es den Nagel in die Rübe geschossen kriegt. Und das wird nur vegetarisch. Du kriegst das bisschen kriegst du nicht mehr rein? Nein. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub, das kriegen wir mal ein. Ich glaube, mit einem Blick auf die Uhr, dass ich jetzt mich verabschieden werde und für meine morgige Klausur mal so langsam lerne. Ja, aber du kannst gerne noch weiterhin aufnehmen, ganz einfach. Standbild. Was? Ja, Standbild. Was soll's denn? Du schaust halt nur auf die Karte oder sonst irgendwas. Oder schaust, was am Hof passiert. Das ist gut für die Partgröße, ne? Genau. Oh. Ey, das finde ich immer geil. Predigen die übelste Qualität und dann ein Standbild. Ja. Das Schöne ist, mein Standbild hat eine bessere Qualität als jeder Frame bei dir.
Das stimmt. Oh Gott. Jetzt frage ich mich, was die Leute lieber sehen. Dein Standbild oder... Ihr könnt es ja mal unter die Kommentare spaßeshalber schreiben. Würde ich jetzt mal so anregen. Zum Sonntag ist ja jeder mal auf Ich glaube, ich fühle mich gleich animiert, hier für die Folge mal CRF10 oder so zu nehmen. Was möchtest du nehmen? Lad doch gleich das Rohvideo hoch. Ja, ich würde gerade sagen, Original, ne? Gut, und alles andere ist doch unter der. Mein Originalvideo, der hat 60 GB. Eigentlich könnte ich das wirklich gleich hochladen. Das geht eigentlich, ne? Naja, auf jeden Fall, ich bin jetzt mal für meine Klausur lernen. Sicher. Alles klar.